Wie ging es denn bei dir mit den Wettkämpfen los? Hat dich jemand direkt auf die Idee gebracht oder bist du da selber drauf gekommen? Ja, also mit den Wettkämpfen, ich habe damals in Wiesbaden trainiert, in einem also reinen Fitnessstudio. Da waren auch Leute, die dann ein bisschen härter schon trainiert haben. Und ja, die haben mich so angesprochen, haben gesagt, du siehst aus wie ein Bodybuilder, gell? Also ja, ich bin eigentlich, weil ich bin ein ganz großer Bruce Lee-Fan, gell? Und habe ich gesagt, ah ja, dieser Bodybuilder, der hat da Luftpumpen, ne? Also eigentlich Luftpumpen, ne? Ich wollte schon immer Muskel, aber nicht erstmal so große dann, ne? So, dass ich mich nicht bewegen kann, dass ich zu langsam bin und so. Und habe gesagt, na, diese Luftpumpen, alles, das gefällt mir nicht, das ist zu viel. Ich muss noch schnell sein, ich will Muskel haben, aber ich will schnell sein. Und wenn ich dann irgendwie 120 Kilo habe, dann bin ich ja viel zu langsam. Und da haben die gesagt, na, aber du siehst echt schon aus wie ein Bodybuilder, mach doch mal einen Wettkampf mit, ne? Dann habe ich halt so quasi so einen Studio-Wettkampf damals. Das war so Studio-Vergleichkampf, also Wettkampf. Das waren zwei Studios, die die Athleten und also miteinander so verglichen haben. Ne? Und das war damals, kann ich mich noch ganz erinnern, ganz genau daran erinnern. Das war damals in Bensheim, ne, bei Darmstadt. Bensheim, das war 1985. Dann habe ich so meinen ersten Wettkampf gemacht. Das war wirklich meine erste Bühnenerfahrung. Und da war damals im Kampfgericht, weiß ich wie heute noch, Karl-Heinz Becker. Der war damals irgendwie Weltmeister bei der Masters. Und er war dann Kampfrichter damals. Und ja, da habe ich damals 67 Kilo gewogen und habe ich da gleich gewonnen irgendwie. Ja. Ich habe die schmale Taille gehabt, ich habe super Bauchmuskel gehabt, schöne Linie. Und da habe ich Athleten teilweise geschlagen, die, glaube ich, 100 Kilo hatten. Ich mich selber gewundert, wieso habe ich hier gewonnen überhaupt. Das war so überraschend. Habe dann den ersten Platz gemacht damals und habe ich sogar den amtierenden Hessenmeister damals geschlagen. Also, der dann also offiziell auf den Wettkampf gestartet ist, ein Jahr zuvor. Und so, das waren so die Anfänge, da habe ich so ein Blut geleckt. Ne? Und dann ein Jahr später bin ich ja nochmal gestartet. Das war dann in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Da hatte ich dann 2 Kilo mehr gewogen. Dann habe ich dann 69 Kilo schon gehabt. Ne? Das war 1986. Und da bin ich auch Hessenmeister geworden, aber kein Gesamtsieg, weil das ja klar, ich war viel zu wenig. Und ich war noch nicht richtig hart oder so. Also schon gut in Form, aber das ist viel zu wenig. Ja, und so hat sich das dann quasi so waren das die Anfänge. Dann jedes Jahr habe ich mich verbessert. Und dann 1988 war ich noch Junior. Ja, und dann habe ich da als Junior schon dann gewonnen wieder. Da habe ich schon den großen Preis von Hessen gewonnen damals. Das war in Darmstadt damals. Und da habe ich schon 79 Kilo Wettkampfgewicht gehabt. Also 10 Kilo mehr, 2 Jahre später. Und dann habe ich auch den Gesamtsieg gemacht bei den Junioren. Aber da gab es Junioren damals nicht wie heute. Die Junioren waren damals nur bis 21. Also ich war damals noch 20. Also bis 21 war Junior, jetzt ist es bis 23. Und da habe ich, wie gesagt, den Gesamtsieg gemacht bei dem großen Preis von Hessen. Und auf der Deutschen habe ich dann in Karlsruhe, glaube ich, kann ich mich noch daran erinnern, 1988, genau, da habe ich dann den dritten Platz gemacht. Das waren so die Anfänge. Und dann ging das halt immer so jedes Jahr schwerer. Also da hatte ich dann ein Wettkampfgewicht von 79 Kilo. Das war dann Männer 2, Junioren 2 meine ich. Weil damals gab es nur Junioren 1, 2 und 3. Also bis 70, bis 80 und über 80. Ne? Ich war dann quasi Junioren 3. Ne? Ne, Junioren 2 war ich. Bis 80. Ich habe 79 Kilo gewogen. Ne? Und da war ich schon, also da hat man dann auch schon gesehen, irgendwie, ich glaube, die Genetik ist da, ne? Weil Gesamtsieg bei der Union und deutsche Dritte, das war schon nicht schlecht jetzt. Ja. Wie hast du zu deinen Anfängen trainiert? Gab es da schon einen Split oder einfach so schwer wie es geht und so viel wie es geht? Ja, ich habe dann auch schon damals einen Trainer gehabt in Wiesbaden. Das war ganz am Anfang. Das war damals mein erster Trainer. Okay. Das war 1984 bis 86, glaube ich. Das war der Marco Engelsmann aus Wiesbaden, der hat in Delkenheim gewohnt damals. Das war so mein erster Trainer. Der hat mir auch die Ernährung dann gemacht und das Training und so. Und so wie ich mich erinnern kann, habe ich, glaube ich, alles zweimal die Woche gemacht, schon damals. Ne? Also weiß jetzt die Reihenfolge nicht, wie den ersten Trainingsplan. Aber ich glaube, wir haben auch Brust, Arme gemacht, dann Beine und Rücken, Schulter oder so. Ne? Aber wie gesagt, 6-mal die Woche Training, alles 2-mal die Woche. Die Ernährung und alles so, das war so die Juniorenzeit. Und später als Junior, da hatte ich noch einen sehr guten Trainer, das war der
Arthur Kerzinger, Wiesbaden, also auch in Wiesbaden, in der Holzstraße, Bodyfit, das gibt es heute noch, das Fitnessstudio, das gehört jetzt dem Rheine. Wenn ich in Wiesbaden bin, gehe ich da auch immer noch trainieren, da sind so die Erinnerungen drin, gell? Weil ich da so 88 dann so da weitergemacht habe. Und da, wie gesagt, das war so die Juniorenzeit, auch die Olympiavorbereitung damals da schon in dem Studio, 94. Und ja, so, das waren so die Anfänge. Aber so die Pläne, die habe ich mir dann so im Nachhinein habe ich mir dann so selber geschrieben. Ja. Ich habe damals auch keinen Coach gehabt, ich habe alles selber gemacht. Durch die Erfahrung halt mit meinen Trainern und halt auch vom Hören und Sagen und so. Da gab es noch dann die Sportrevue und Flex. Die Flex kam erst später, also kam es damals in Sportrevue, glaube ich, und Sport und Fitness. Da hat man so ein bisschen mal durchgelesen und dann probiert, also probieren über Studieren. Aber so einen Trainer habe ich damals gar nicht gehabt. Ich habe das alles so selber ausprobiert. Wie viele Sätze, wie viel Übung, welche Übung. Also halt immer probiert mal. Wann hattest du deinen ersten Coach? Also so, ich habe eigentlich diese zwei Coaches gehabt, ne? Und so eigentlich habe ich da gar keinen gehabt. Also, nö. Das war nur damals als Junior, aber später so, da gab es das nicht so gang und gäbe wie heute, dass man einen Coach hat. Klar, da gab es gute Coaches, ne? Den Chad Nichols oder Charles Glass in Amerika. Hätte ich nach Amerika gehen müssen, weil da gab es noch kein Internet und so ein Zeug, wo man da alles so machen kann. Aber ich hätte auch nach Amerika gehen können, dann da wohnen dann halt. Und da hätte ich schon einen Coach gehabt, aber ich wollte in Deutschland weiterbleiben. Dann habe ich also alles so alleine gemacht. Also da habe ich gar keinen Coach gehabt. Ich habe halt nur Freunde gehabt, mit denen man sich so ausgetauscht hat oder so. Oder, aber na, Coach, na, habe ich nicht gehabt. Was würdest du mit deinem heutigen Wissen sagen? Hast du in der Anfangszeit eher zu wenig oder zu viel trainiert? Zu viel. Ich habe echt zu viel gemacht. Ich muss echt ehrlich sagen, ich habe Beine trainiert, ne? Ich habe es echt irgendwie geschafft, ne? Aber ich habe 36 Sätze Beine trainiert, ne? Pro Trainingseinheit. Das zweimal die Woche, ne? Und 18 Sätze Waden. Also ich habe, das war mal eine Trainingseinheit. 36 Sätze Beine und 18 Sätze, also 6x6 Beine und 3x6 Waden. Das war eine Trainingseinheit. Ich war 2,5 Stunden dran. Aber ich habe schon kurze Pausen gemacht, ne? Aber ich war fix und fertig, ne? Ich konnte dann gar nicht mehr laufen. Ich habe mich erstmal so auf den Boden gelegt, so 10 Minuten auf den Boden gelegen, erstmal gewartet, bis ich wieder irgendwie Energie hatte. Da bin ich dann erst duschen gegangen. Aber ich bin ausgelaufen, ne? Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Keine Ahnung warum, aber auch im Winter habe ich auch geschwitzt. Das war nicht nur, wenn draußen heiß war oder so. Im Training habe ich immer brutal geschwitzt, habe immer ein, zwei Handtücher dabei gehabt. Ja. Und nach so einem Beintraining damals, dann habe ich gewartet, weil duschen ging sowieso nicht, weil ich habe alles immer weiter nachgeschwitzt, hätte ich wieder noch mal duschen können. Und also ich habe auf jeden Fall zu viel gemacht. Ich habe auch zu viel Cardio gemacht. Ich habe jeden Tag in der Prep habe ich 2 Stunden Cardio gemacht. Ich war schon knüppelhart, ich war echt knüppelhart. Aber ich habe gedacht, ich mache noch mehr Cardio, weil ich will noch härter werden. Ne? Und da habe ich, wie gesagt, 12 Stunden Cardio die Woche gemacht, nur Cardio 12 Stunden. Von Montag bis Samstag 2 Stunden Cardio pro Tag. Hast du damals immer allein trainiert oder auch mit Leuten zusammen? Und wenn ja, konnten die irgendwie mit dir mithalten? Ja, ich habe auch sehr guten Trainingspartner gehabt damals. Das war der Johann Hanek. Der war auch sehr erfolgreich als Amateur. Der war auch deutscher Meister bei der Europameisterschaft, glaube ich, war der zweite oder dritte. Das war mein erster Trainingspartner, Johann Hanek. Dann mit der Sonja Biesel habe ich auch ein paar Jahre trainiert. Also Frau, aber die hat gebissen. Damals habe ich keine Männer gekannt, die so hart trainiert haben wie sie. Ne? Also die hat mich richtig gepusht immer. Also man denkt immer, Frau kannst du vergessen. Ne? Aber mit ihr habe ich so, oder mit dem Johann Hanek damals, oder mit ihr, ne, als Frau, habe ich die besten Trainings gehabt, wirklich. Ich bin da über die Grenzen hinaus. Ne? Sie hat mich gepusht ohne Ende, wirklich ohne Ende. Dann habe ich noch sehr guten Trainingspartner gehabt, das war der Walter Burkhardt. Und mit dem habe ich 6 Jahre zusammen trainiert, kann ich mich noch dran, ganz genau daran erinnern. 90 bis 96 haben wir zusammen trainiert. Er war auch brutal, also mit dem habe ich auch sehr gerne trainiert. Da hat mich auch immer gepusht, motiviert, aber auch nicht nur im Training, aber auch so privat. Ne? Und aber dann hinten raus habe ich dann mehr oder weniger dann alleine trainiert. Endeffekt später, wo ich dann noch mehr Muskel hatte, noch härter trainiert habe, alles und so, das haben dann auch so die wenigsten ausgehalten, ne, das Training. Ja. Es
gab immer welche, die haben gesagt, Roland, komm, ich trainiere mal mit dir, aber das waren nur ein paar Trainings, das war Ende. Da waren die auf einmal krank oder kamen nicht mehr und so. Oder irgendwie geht auf einmal nicht mehr, Erkältung oder keine Ahnung. Die haben sich da auf einmal gedrückt. Das war echt lustig, weil da haben wirklich, das haben dann später dann die wenigsten durchgehalten, ne, dieses Training. Ne? Ja. Aber zu zweit war das schon auf jeden Fall besser, wenn du einen richtigen Trainingspartner hast. Zu zweit kannst du dich richtig pushen. Was blöder ist halt im Training, wenn du jemanden hast, wo du mitziehen musst. Ne? Weißt du, wo keinen Bock hat, wo auf einmal am Handy spielt oder auf einmal aufs Klo muss, nach jeder Übung auf die Toilette geht. Ne? Da passt der Spruch, lieber jemanden bremsen müssen als anschieben. Genau, ja, genau. Was würdest du einem Trainingsanfänger heute raten? Sollte er so trainieren wie du oder lieber anders? Also Trainingsanfänger würde ich sagen, der soll sich einen guten Coach suchen. Weil wenn ich damals einen guten Coach gehabt hätte, gell? Aber man sagen, ich will mich jetzt nicht sagen, ich bin ein sehr guter Coach oder so, ich tue mein Bestes, aber wenn ich damals so einen Coach hätte, wie ich selber jetzt bin, gell, dann wäre mega, das wäre mega. Und auf jeden Fall guten Coach suchen, weil da brauchst du die Fehler nicht mehr zu machen, die man jetzt als Anfänger dann macht, bis man dahinter kommt, wie und was. Also ein guter Coach ist wirklich Gold wert und das spart dir richtig Zeit, dass man da Fehler macht. Ne? Ich glaube, das weiß auch jeder, der irgendeine Sportart mal länger als 5, länger als 10 Jahre gemacht hat. Ich glaube, da sagen die allermeisten, hätte ich in den ersten 1-2 Jahren schon diese Hilfe gehabt, hätte ich mir so viel erspart, seien es Verletzungen oder einfach Trainingserfolge, die ausbleiben, weil man noch nicht weiß, was man macht. Ja, erstens Verletzung, auch diese Zeit, ne, die du hast. Weil als Sportler hast du quasi nur eine begrenzte Zeit. Wollen wir sagen, deine beste Zeit ist vielleicht von 20 bis 30 oder so. Ne? Vielleicht sogar bis 40 oder 35. Ne? Aber wenn du am Anfang zu lange brauchst, das fehlt dir dann hinten raus. Deswegen vom Anfang an, wenn du schon was anfängst und du bist dir sicher, du willst was erreichen in diesem Sport, dann geh gleich zu einem Coach, aber der Ahnung hat. Nicht ein Coach, der einen Wettkampf gemacht hat oder nur Sachen durchgelesen hat. Weißt du, Theorie ist nicht gleich Praxis. Viele Leute können dir alles aufschreiben, die können dir alles zeichnen, aber die können dir nichts umsetzen. Weißt du, das ist wie Schwimmen. Wenn du nicht schwimmen kannst, wie willst du jemandem Schwimmen beibringen? Oder, weißt du, was ich meine? Ja? Oder du redest über Sex, ne? Hast noch nie Sex gehabt, weißt du, was ich meine? Was ist das für eine Scheiße? Das Gleiche. Du willst jemandem Tipps geben, weißt du, Kumpel oder keine Ahnung hier. Ich meine, das ist ein bisschen lächerlich, aber ich meine, das ist genauso hier. Du hast noch nie Sex gehabt mit deiner Frau oder was, ne? Und willst jemand da, oder machst du Sprüche, so und so musst du machen, weißt du? Wenn du es noch nie erlebt hast. Weißt du, ich meine? Das ist wirklich so. Ich meine, es gibt auch wirklich Coaches, die jetzt, ich meine, ein Coach muss nicht Mr. Olympia sein, ne? Aber wenigstens die Erfahrung mitbringt, auch zum Beispiel selber trainiert hat, auch selber schon Gas gegeben hat und so. Der beste Trainer muss nicht der beste Athlet gewesen sein, ne? Aber schon muss schon ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Ne? Aber nicht gegen Leute, die noch nie Wettkampf gemacht haben oder einen kleinen Wettkampf, dann denken, die wissen schon alles. Ne? Aber nur durch Lesen, durch Hören und sowas. Ne? Weil zum Beispiel die Dagmar, meine Frau, ne? Die hat auch noch nie Wettkampf gemacht. Aber die kennt sich super aus. Ne? Die ist wirklich ein Profi, ne? In der Szene. Ich hole mir so viele Tipps auch von der immer wieder. Die hat voll so ein Wissen, hat sie auch dieses Feingefühl. Die hat auch früher selber jahrelang trainiert. Die hat das erste Fitnessstudio hat sie 1986 aufgemacht. Ne? Die ist schon in der Branche und sie hat selber noch nie auf der Bühne gestanden, aber sie hat wirklich dieses Know-how. Das Know-how hat sie. Ne? Und jedes Mal, jede Saison denke ich, die hilft mir immer wieder, gell? Mit Tipps und sowas bei Athleten, ne? Weil wir unterhalten uns viel. Die hilft mir so viele Tipps gibt sie mir immer. Weil jeder Athlet ist irgendwie einzigartig, alles ist individuell. Und das ist mir schon aufgefallen in der letzten Zeit, jetzt auch wieder, dass die da so ein Wissen hat, dieses Feingefühl, dass man auch von Menschen, die noch nie sogar auf der Bühne standen, dass man trotzdem lernen kann. Gell? Ja, das typische Beispiel ist dann die Dagmar. Aber was mich halt ein bisschen so ankotzt, wenn irgendwelche Leute, die wirklich noch nichts drauf haben, ne, versuchen dann Experimente mit Athleten zu machen und die denken, die wissen schon alles. Ne? Das finde ich echt scheiße. Ne? Ja.
Weil jeder mittlerweile wird irgendwie Coach, keine Ahnung, was ich meine. Ich gehe doch nicht zu jemandem, der ist, stell mal vor, ich bin 30 und ich gehe zu jemandem zum Coaching, der ist 20. Wie soll ich dem was glauben? Weißt du, ich bin 10 Jahre älter, ich habe schon ein bisschen mehr erlebt dann, denke ich mir, wenn der so jung ist. Ne? Weil es gibt mittlerweile gibt so junge Coaches, die tun Leute vorbereiten, die dann 10 Jahre, 15 Jahre älter sind. Also ich persönlich, ich hätte das damals nie gemacht. Ich brauche eine Person, die dann schon ein bisschen erfahrener ist für mich. Da würde ich sagen, okay, dem glaube ich, ne? Dem glaube ich das. Ne? Wenn ich dann noch den Erfolg sehe, dass das auch läuft, dann würde ich sagen, oh, geil, den Coach behalte ich jetzt. Aber heute ist es viel einfacher, wenn man dann einen guten Coach hat, dass man dann auf jeden Fall vorankommt. Wie wir schon eben gesagt haben, dass man sich die Zeit spart, die Verletzung spart und ja, die Kopfschmerzen. Ja, auf jeden Fall. Was man am Anfang vielleicht für viel Geld hält für einen Coach, das macht sich hinten raus so bezahlt. Also ich glaube, alle Leute, die schon mal länger einen Sport gemacht haben, da werden sich auch viele deiner Fans, deiner Zuschauer dort wiederfinden. Mhm. Die werden sagen, ey, ich habe vielleicht in meinen Anfängen falschen Stolz auch gehabt und gesagt, ich muss das selber schaffen. Mhm. Aber man legt sich damit so selbst Steine in den Weg. Man sollte sich einfach in die Hände von einem guten Coach geben und sagen, ich arbeite, du sagst mir wie. Ja, bei mir, genau, das finde ich wirklich gut. Ja. Also genau den Ansatz habe ich auch hier. Ich sage immer zu meinen Athleten, ich bin der General und du bist der Soldat. Wirklich. Ich meine, wir töten ja keinen. Gell? Es geht nicht um den Krieg hier, aber du musst so Befehle ausüben, ne? Wie ein General zu einem Soldat. Ne? Und auch jetzt zum Beispiel am Ramsi jetzt in Prag, wo er die Procard geholt hat. Ne? Bin dann auf die Bühne zur Siegerehrung, habe ich den Steve Weinberg habe ich dann gesagt, okay, Steve, kann ich auf die Bühne? Ah ja, klar, hat er gesagt, ne, da bin ich dann schnell auf die Bühne. Bei der Siegerehrung, wo er die Procard geholt hat, ne, und dann bin ich so dann auf die Bühne, seitlich, hier, General, hat er gesagt, Soldat, ist er zu mir gekommen, haben wir halt quasi gedrückt und gefreut und geknutscht und Backe, linke, rechte Backe und also wir haben uns so gefreut und das war quasi dieser Augenblick da auf der Bühne, der holt die Procard, ne, der macht alles richtig, weil der setzt alles zu 100% um, der Ramsi. Und da ist unser Traum in Erfüllung gegangen, mit harter Arbeit. Und da bin ich auf der Bühne und habe gesagt, hier guck, General, Soldat. Und genau so muss das funktionieren. So kann es laufen mit einem guten Coach. Ja, so, genau, so kann es laufen, so muss es auch laufen. Wenn es so das nicht läuft, da brauchst du gar keinen Coach. Es gibt Leute, die zahlen Geld und machen trotzdem ihr eigenes Ding zwischendurch. Jetzt habe ich das so geändert, ohne Absprache mit dem Coach. Für was brauchst du den Coach dann überhaupt? Da kann man sich das Geld sparen. Ne? Ja. Also das ist auch wichtig zu erwähnen, es bringt der beste Coach der Welt nichts, ja, wenn die Person nicht coachable ist, also nicht trainierbar, wenn sie trotzdem weiter das macht, was sie möchte. Ja, es gibt auch, wie gesagt, genug Pflegefälle in der Szene, gell, die du gar nicht coachen kannst, weil die machen trotzdem inzwischen durch ihre eigene Scheiße. Ne? Und da siehst du dann auch, dass es da nicht läuft. Ne? Also da könnte ich wirklich, selber habe ich da genug Beispiele. Ich meine, ich nenne hier keine Namen, weil das mache ich mal nicht. Aber da gibt es echt genug von denen, wo zum Beispiel viel weiter schon hätten kommen können, aber nicht auf den Coach hören, egal welchen Coach die haben. Die haben dann den Coach, nächstes Jahr wieder den anderen Coach. Manche, die haben schon fast jeden Coach durch, ne? Und haben immer noch keinen Erfolg, weil die sich nicht an den Sachen halten, an die Angaben, die den Coach, der Coach denen gibt, die machen trotzdem ihr eigenes Ding oder nicht hart genug sind. Da geht dann wieder um die Disziplin, ne, diese Leidensbereitschaft. Ne? Und dann, was bringt der beste Coach, wenn der Athlet dann anfängt zwischendurch zu fressen? Ne? Oder ist im Training und dann macht er statt der Dropsatz, macht er nur normalen Satz und dann hält er bei 80% schon auf. Man muss einfach, ja, auch im Training. Deswegen habe ich auch viele Athleten nach. Die meisten, die nicht zu weit wohnen, aber eigentlich fast alle, die kommen immer regelmäßig zu mir. Zum Training halt auch. Ne? Ich will ja gucken, ob die auch beißen im Training. Ne? Ob die nachgelassen haben, ob die noch weiter so motiviert sind und so. Ob die zu viel Pausen machen zwischendrin. Ne? Weil die können mir viel erzählen, dass sie hart trainieren. Aber was ist hart? Was ist hart? Was ist nicht hart genug? Das muss ich dann selber sehen. Und das im Studio. Da, zum Glück habe ich ein eigenes Fitnessstudio hier mit der Dagmar. Und da kann ich die Athleten hier mal einladen und dann kann ich, da können die mir beweisen, auch wie hart die trainieren können. Ja, darauf kommt es an. Hier, wir reden hier. Manche pappeln ohne Ende.
ich trainiere hart ohne Ende, aber wenn die dann bei mir sind, sind die nach einer Übung schon fertig oder nach zweiter. Ich habe bei Beintraining habe ich schon so viele Leute gehabt, die waren nach der ersten Übung waren die schon auf dem Klo, haben die schon gekotzt. Also das kann doch nicht sein. Herr Roland, ich mache nur mal viel längere Pausen. Aber das ist doch scheiße, das ist ja kein Wunder, wenn du so lange Pausen machst, dass die Beine nicht wachsen. Ne? Und dann nach einer Übung schon auf dem Klo und schon gekotzt, weißt du, was ich meine? Da siehst du dann, dass die nicht richtig trainieren. Deswegen muss man das auch denen als Coach auch weit beibringen. Ne? Das kriegt man auch nicht online. Ne? Das muss man dann persönlich machen.